Mein Name ist Sascha Wabe und ich werde immer mal wieder gefragt, ja, was sind spekulative Produkte? Relativ einfache Definition, alle Produkte, die nur dann zu einem Ertrag führen können, wenn sie Kurssteigerungen haben, die sind spekulativ. Alle Produkte, die aus sich selber Erträge generieren, wie zum Beispiel Mieten, Zinsen, Dividenden, die sind in dem Sinne nicht spekulativ, wenn man sie nicht spekulierend anlegt. Also eine Immobilie zu kaufen, dann auf eine Preissteigerung zu warten und die schnell zu verkaufen, das ist auch wieder spekulativ. Wenn du aber die Immobilie kaufst und langfristig hältst, dann ist das nicht spekulativ. Ja, wenn du ein Investmentfonds kaufst und da sind nur Growth-Aktien drin, also nur mit viel Fantasie, die keine Dividenden ausschütten, dann sind die spekulativ. Wenn du Value-Aktien kaufst oder Fonds mit Value-Aktien, dann sind die eher nicht spekulativ. Wenn du mehr darüber wissen willst, dann ruf mich an, dann schreib mich an.